Hamburg. Es ist 8.40 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Und wir haben ja seit 4 Tagen, glaube ich, kein Video mehr in unser Tagebuch reingeführt. Das hat nichts damit zu tun, dass wir hier 4 Tage Verluste gemacht haben, sondern ich hatte einen Workshop mit Clubmitgliedern hier in Hamburg. Und da haben wir zwar Live-Trading gemacht, aber ich habe da nicht die Software, um die YouTube-Videos, Tagebücher zu führen. Alle Trades kann ich euch versprechen. Am Freitag haben wir nicht getradet, aber alle Trades sind in den Gewinn gelaufen. Montag war Feiertag, da haben wir auch nicht getradet. Ja, deswegen steigen wir heute wieder ein mit unserem Video-Tagebuch. 15.440 aktuell. Wir haben ein Gap, eine Kurslücke. Ich platziere hier die erste Big Number bei 15.400. Risikowert real angepasst, 0,012. Auch hier. Und das ist die erste Big Number. Wir schauen jetzt mal auf die Vola-Box. Wo kommen die Vola-Boxen rein? Der Forecast liegt bei 15.462. Wir sind bei 39,40. Das heißt, ein Tickchen weiter oben wird die Vola-Box erwartet. Garantie gibt es hier nicht, aber erwartet. Vola-Box. Und wir sind im Markt. Erster Trade, Vola-Box, Short im ersten Trade. Wenn es in Richtung zweiten Trade geht, 15.462 ist die Zielmarke ganz klar definiert hier oben. 15.5. Und auch hier nochmal der Hinweis, wieso ich immer im ersten so schnell rauskomme. Das liegt daran, dass wir auf abweichendes Ziel haben. Das hat nur was mit Tradition zu tun. Ab dem zweiten gehen wir ja auf die etwas größere und längere Reise. Denkt dran, heute haben wir ein Gap hier, direkt bei der Big Number 15.4. Forecast, so leichte Tendenzen im amerikanischen Markt Short. Wir schauen mal, DAX hat geöffnet. Die Kasse direkt auch da, wo wir heute Morgen 8 Uhr auch gestartet sind. Gucken wir mal. Dieter, guten Morgen. Das können wir schwer sagen. Moin Martina. Mein Bild ruckelt. Okay, oder ich ruckel. Jo, guten Morgen Martina. Wir gucken mal MTX. Ah, der ist schon durch, ne? Wir versuchen hier den ersten Trade. Ist denn wir immer noch short? Und raus. Das war der Eröffnungstrade. Wir werden die Vola-Box nochmal platzieren. Ich nehme mal den Order History Indikator hier auch rein. Dann sehen wir den. Da sind wir raus. Das war der erste Trade und somit war das auch unser Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter und wir sind immer noch in der Stretching-Phase, in der Gymnastik-Phase. Der Ausbruch hat so richtig noch nicht stattgefunden, aber der erste Trade ist erstmal
nach Hause gelaufen. Es war ein Volabox-Trade und dann bis morgen.